Hey Leutchens und damit herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Chris. Ich mache mal schnell die Wegmarkierung weg, weil die nervt ein bisschen dezent und wir kümmern uns mal wieder um die ein oder andere Nebenmission. Wir wollen spontan nach dort. Dort finden wir eine Kälteschüssel. Vielleicht solltest du deine Augen bedecken. Die Nacht ist vorbei. Ja, Signalschüsse, um einen Kälteanzug zu finden. Ein bisschen gedauert, Verzeihung, aber ja, klappt schon. Müsste, glaube ich, dann noch fast die letzte sein. Mal sehen, wo die uns hinschickt. Denn normalerweise war da immer irgendwo anders. Der Laden. Hey! Die kleinen Viecher fest, die kann man da übelst weit wegschicken. Oder schubsen. Buja! So, weiter geht's. Wir haben eine neue Stufe, die geben wir gleich mal aus. Stärke haben wir eigentlich, oder Stärke haben wir viel gesteigert. Krass. Das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Immer schneller. Ein bisschen Agilität. Und wir möchten mal sehen, hier haben wir alles voll. Da gibt es nur das, da brauchen wir 4 Punkte. Widerstand ist auch noch ein bisschen. Dauert noch einen kleinen Moment und dann haben wir das auch irgendwann mal voll. Hier ist auch alles voll. Hier. Leider habe ich mir nicht alle gemerkt, aber das klappt auch jetzt schon irgendwie. Also da ist noch ein bisschen was offen, das holen wir dann mal demnächst nach. Wenn wir das uns leisten können. Ansonsten sind wir gut aufgestellt. Fällt nicht wirklich auf, dass wir es nicht haben. Aber wir wollen es trotzdem voll machen. Wollen wir dahin? Halt mal ein bisschen die Augen offen, damit wir eventuell noch einen Schnellreisepunkt finden. Bumbunker 9H. Der sollte einen vor dem großen Knall schützen. Ich glaube, das müsste was sein. Das ist die einfach nur... Nee, die ist... Weiche einfach den Tropfen aus, okay? Okay. Sehr schönes Herzte gefunden, das ist gut. Wo kam ich her? Ich glaube, von hier kam ich. Da sind wir hier lang. Hier geht's auch durch. Ein wahrer Schatz. Ah, Aufzug. Ein Teil fehlt noch. Ich hoffe, dass wir das finden werden. Das war kritisch. Hey, schau uns nicht so rum.
Nein. Seit ich 5 Minuten sind, weiß gar nicht, wo wir hergekommen sind, wo wir hin wollen. Ich glaube, wir kamen von hier. Okay. Muss mich gerade ein bisschen sammeln, weil ich nicht weiß, wo wir waren, wo wir hinwollen. Aber ich denke mal, wir sind wieder auf einem guten Weg. Da steht eine Signalschüssel. Genau das Richtige zum Signalisieren. Ein schlauer Gegner würde jetzt abhauen. Läuft gerade nicht ganz so rund, aber gut. So, der nervt ein bisschen. Alle weg. Durchsuchen wir den ganzen Kram, der so rumliegt. Sind gespannt, was wir alles finden werden. Viel liegt nicht rum, aber so gut es geht. Das wird ja nicht immer alles gezählt. Deswegen finden wir das alle nicht immer auf Anhieb, sondern dauert es ein oder andere Mal länger. Ah. Komplett übersehen, aber holen wir jetzt nach. Ja, etwas Emel für dich. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Waren wir hier schon mal drin? Bin mir nicht sicher, ich glaube aber schon. Damit die Signalschüssel funktioniert, musst du die Pong-Paddel korrekt ausrichten. Das passt. Jetzt kannst du so viele Schüsseln ansignalisieren, wie du willst. Dreh dieses Paddel, um die Signalschüssel richtig zu wenden. Keine Signale hier, nur Schweigen. Noch weniger? Gar nichts. Gleich müsste es wieder mehr werden. Bibidi piep piep, du hast eine Signalnachricht entdeckt. Na da, gehen wir mal hin. Wieder schnell. Wobei, gibt es hier was zum... Ich würde gerne noch mal sehen, ob es hier irgendwas gibt, wo wir dann einen Schnellreisepunkt finden, damit wir dann das nächste Mal nicht wieder herlaufen müssen, sondern diesen nutzen können. Hm.
Ungünstigerweise sehe ich keinen. Aber das könnte was werden. Sieh dir diesen Plastikkram an. Er wartet nur auf dich. Da oben in dem kleinen Schiff findest du Prügi. Eine bessere Verbesserungswerkbank findest du nicht. Oh. Mal sehen. Sehr schön. Keine Ahnung, was das ist. Bares für nicht ganz so Rares. Verkaufen wir ein bisschen den Kleinkram. Aber ich denke mal, das werden wir eh nicht benutzen. Das nicht? Insgesamt gut genug. Haben wir da schon mal ein bisschen was verkauft. Ich denke mal, die Sachen brauchen wir eh nicht. Und ja. Ui. Ach nee, das sieht ja nur so aus. Das könnten wir zum Beispiel mal verbessern. Aber... Die gehen nicht, das könnten wir, nein. Das könnten wir mal verbessern. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das nutzen werden, deswegen würde ich es eigentlich außen vor lassen. So, wir gehen, ja, wieder ein Stückchen zurück. Ja, hier hin. Auf den Turm, da sind wir in der letzten Zeit ganz oft gestartet. Und machen die Mission da. Wie prächtig es hier ist. Autsch. Wo will ich hin? Weiß es gerade gar nicht. Hier was? Ein Ressourcenturm? Opfer? Alle tot? Nein, alle weg. Mach eigentlich hier Kleinvieh so ein Krach oder... Und da ist irgendwas Großes, was sie versteckt, aber bin ein bisschen enttäuscht, dass es dann doch nur so klein sind, was sich nach mehr anhört. Und mal rein, die gute Stuba. Bumbunker 10E? Diese Dinger hat Toxanol überall gebaut. Oh, wow! Hm.
So, weg ist er. Ein sonderbarer Gegenstand. Sieht aus wie ein uraltes Verlies hier unten. Sehr gut. Haben wir auch abgeschlossen, können weiter durchsuchen. Und ich bin gespannt, ob wir alles finden werden. Ich hoffe doch, dass wir nicht noch einmal zurückkommen müssen. Wobei... Ah gut, hier ist noch was. Du bist so ein Glückspilz. Naja. Wir lassen das mal so stehen und sind mal so ein Glückspilz. Ich glaube, es fehlt noch eins. Nee, noch zwei. Wo soll das denn sein? Hier kamen wir an. Wir haben uns hier umgeguckt. Wir gucken uns nochmal und vielleicht habe ich irgendwas übersehen oder nicht beachtet. Sieht aber auf den ersten Blick gar nicht so aus. Da ist nichts. Ah, hier ist noch was. Doch ein bisschen was übersehen. Schlinge. Sehr gut. Wieder einen weiteren Ort abgeschlossen. Finde ich gut. Gefällt mir. Diese Gegend soll viele Geheimnisse verbergen. Wer weiß. So, das haben wir auch. Und dann können wir uns nach hier begeben, um das nächste Mal das zu machen. Und das abzuschließen. Genau. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr es gerne zeigen, indem ihr es kommentiert, abonniert, ein paar Däumchen da lasst und das nächste Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne, vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal, Chris. Bye.